Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Galaxy. Wir haben in der Höhlenverlies-Galaxie auf jeden Fall ein Sternlicht. Das ist tatsächlich ein Secret-Stern. Ich bin sehr gespannt, wo der sein könnte. In welcher Mission gibt es ihn denn? In der ersten gleich. Puh, wo könnte da was sein? Das muss doch irgendwas mit diesem Goomba-Planeten da zu tun haben, oder nicht? Das kannst du mir nicht sagen, dass da mit dem Goomba-Planeten nichts falsch läuft irgendwie. Also, wo könnte ich mich hinschießen? Da soll man hin, weil die Feuerblume braucht man. Da waren wir, weil da ist der Goomba-Planet, der allerdings keinerlei Bedeutung hat. Das kann nicht sein, da muss es irgendwas geben. Das kann nicht sein. So. Kann ich hier irgendwas drauf machen? Hier muss es einfach irgendwas drauf geben. Dieser Planet ist doch nicht nur dafür, dass man hier ein paar Münzen holt. Ich hasse euch. Das kann nicht deren Ernst sein, dass es da sonst nichts gibt. Ich hol mir nochmal die Feuerblume. Irgendwas muss es hier geben, was ich übersehe. Nein! Ich hasse das, wie es schon so oft passiert ist jetzt. Wen tut es mich jetzt? Okay, das geht nicht. Was übersehe ich hier? Hier ist noch so ein Kackviech. Ja, das nervt ein bisschen, das meine Fresse. Komm wieder her. Da bist du ja. So, hier. Oh, verdammt. Nimm den. Oh. Nimm den, habe ich gesagt. Ich muss jetzt den nehmen. Okay, leck mich. Auch nur ein One-Up. Und dann gibt's hier ja die Truhe schon. Die Truhe gibt's hier ja auch schon. Da war ja beim letzten Mal nur ein One-Up drin. Vielleicht ist hier nur in der einen Mission ein One-Up drin und in den anderen ist da wirklich was Interessantes. Nein. Auch hier nur ein One-Up. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo könnte hier irgendwas Interessantes sein? Okay, auf den Palmen nicht. Da hinten. Wieso gibt es da Sternteile, wenn man da eigentlich gar nicht hoch soll? Eigentlich soll man da ja aktuell noch gar nicht hoch. So, können wir nochmal kurz Sternteile sammeln. Wir brauchen ja noch welche. Hm.
Okay. Pass auf. Hier kam noch eine Münze raus, oder? Oh mein Gott, wie kann man nur so dumm im Kopf sein? Oh nein, oh nö, oh, warum? Hätte man denn da nicht einen Speicherpunkt haben können, ey? Oh. Würgereiz. Eine Mission, die wir schon längst geschafft haben und wir sind jetzt trotzdem schon wieder 6 Minuten drin. Was hast du mit der Blume gemacht? Ist die eben ins Nichts geflogen? Kann man also, während man einen Stern hat, keine Blume aufsammeln, sondern schießt ihn einfach ins Weltall, oder was? Beeilung! Aus dem Weg. So, ich... Was wir beim letzten Mal nicht abgecheckt haben, ist, was in diesem Block da vorne ist. Nur eine Münze. Wandsprung? Klappt das? Nicht so wirklich, oder? Nee. Das klappt gar nicht. Scheiße, wo soll ich denn hin? Ich habe keine Idee, was ich tun soll. So, man kann hier rein. Gibt es hier unten am Meeresgrund noch irgendwas Interessantes? Hier gab es ja auch den Panzer. Vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Hier haben wir einen Anker, aber sonst nichts. Da haben wir einen Pfeil, der uns wieder hochschicken soll. Hier haben wir was versteckt. Aha. Okay, wir haben es gefunden. Gut, da habe ich mich doch zu sehr von dem Schussdingens da ablenken lassen. Was willst du denn? Ach du Scheiße, du bist ein Buhu. Ich hätte gedacht, wie geschenkt ist der denn? Ich dachte, das wäre eine Kugel, die ich irgendwie hochschießen muss oder sowas. So, lass mich raten, wir müssen noch weiter. Scheiße, da war der da genau da. Ich hasse es. Ah. So, und jetzt können wir hier Licht machen. Um dich jetzt in den Lichtstrahl zu locken. Okay, da haben wir den geheimen Stern doch nach 10 Minuten gefunden. Meine Fresse, hat das lange gedauert.
10 Minuten, ey, boah. Höhlenverlies-Galaxie. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Und dann schauen wir uns jetzt das nächste an. Zwei Level befehlen uns hier noch, zwei Welten. Die nächste Galaxie ist... die Kanonenflotten-Galaxie. Okay. Das sieht durchaus interessant aus. Strahl, Strahl, Strahl. Hm. Alles klar. Sehr innovativer Levelname auf jeden Fall. Okay, lass mich raten, ich sollte nicht in die Strahlen. Nein, sollte ich nicht, okay. Ich wollte es nur mal testen. Hätte ja sein können, dass es irgendwelche Anziehungsstrahlen sind. Dann wird es hier sicherlich einen Komet mit nur einem Leben geben. Okay, ich dachte, ich wäre noch weit genug weg. Wow. Und weiter. Nummer 1, Nummer 2. Wow, hat sich hier richtig gut gelohnt. Ich sagte Nummer 2. Und Nummer 3. Ja, genau. Tauchte noch weiter oben. So ist gut. Okay, Schwerkraftkram. Ja, das wird noch richtig gut funktionieren hier. Kommt wieder her, ich muss einen Wandsprung auf Zeit machen. So, 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 so. Da oben ist eine Röhre. Das ist wahrscheinlich unser Ziel, wenn wir hier irgendwie die Schwerkraft umgestellt haben. Oh. Und da müssen wir die Schwerkraft auch umstellen. So rum? Okay, ich hätte jetzt eher erwartet, dass wir sie nach rechts stellen wegen der Röhre. Oh oh, oh oh, oh oh. Beeilung! Ach, fuck you! Mann! Ich wollte halt nicht noch eine Runde warten. Ich hätte erst zu spät begriffen, dass man da keinen Wandsprung machen soll. Ah, das kommt davon, wenn man nicht mehr warten kann. Wenn man schon eine Runde gewartet hat, dann ist man im Display und dann sagt man sich so, ah, jetzt nochmal so lange warten. Nee, ist für die Zuschauer doch auch langweilig, dann versuchst du es jetzt mal. Privat hat man sich da halt hingestellt und gesagt, okay, dann warte ich halt noch eine Runde, habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Stört ja keinem. Eine Aufnahme denkt man sich dann so, nee, soll ich jetzt noch eine Runde warten? Das ist ja auch zum Zuschauen echt langweilig. Mach's denn mal lieber nicht. Und dann passiert sowas. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Also abwarten, abwarten, abwarten. Und los. Und los. Und los. Und los. Also da rechts kommen wir noch weiter nach... Und da links kommen wir auch noch weiter, ne? Ich frag mich, was da links ist. Wenn es einen Secret-Stern gibt, dann sicherlich da...
Oder ist es gar nicht gewollt, dass man hier lang geht, weil irgendwie geht es jetzt nicht mehr weiter. Es geht hier nicht mehr weiter. Okay, es ist gar nicht gewollt, dass man hier lang geht. Dann einmal so. Das war gut. Und dann kommen wir im Endeffekt doch da drüben in der Röhre an. Oh. So. Okay, Bob-Oms. Ach, warte, ich muss nicht einfach auf... Ah, okay, boah, ich war einfach... Ich wusste es nicht mehr, tut mir leid. Ich dachte, ich müsste einfach auf die Dinger draufspringen, um eine Etage nach oben zu kommen. Aber ich muss die vorher einmal rammen, um dann auf die draufspringen. Oh. So war das nicht geplant. Komm wieder. Ich muss halt aufpassen, dass die einen nicht runterschubst und dass man die halt nicht in die... Stromlaser-Dinger kloppt. Was hier oben besonders schwierig ist. Weil entweder haut der mich jetzt in den Strom oder ich hau den. Ich habe mich lieber dafür entschieden, dass ich getroffen werde, dafür hoch. Komme! Was? Warum? Warum hat er sich diesmal nicht festgehalten? Boah, ich verstehe ihn manchmal nicht. Manchmal hält sich Mario bei jedem Sprung, der eigentlich niemals klappen sollte, plötzlich irgendwie doch noch fest. Und kommt er dann so scheinbar locker hoch. Manchmal ist er quasi schon mit 3/4 des Körpers oberhalb von der Glatte und hält sie trotzdem nicht fest. So wie jetzt. Okay, jetzt reicht doch einfach drauf zu springen. Da habe ich es unten einfach verkackt. Und dann ist es auch einfacher. So. Weg hier! Immer noch nur der erste Stern dieser Welt hier. Also scheint relativ lang zu gehen. Okay, wir müssen uns irgendwie nach oben vorarbeiten. Ich muss die Kanone sicherlich irgendwo gegenhauen. Da vorne zum Beispiel. Damit könnte ich dann eine Fontäne entstehen lassen. Ist die notwendig? Okay, warte mal, das klappt. Wenn ich dich hierher lenke, dann hier runter. Nein, dann ist er nicht ernsthaft dagegen auf den Boden geknallt. Ich könnte kotzen. Also damit spart man sich, glaube ich, einen großen Weg vom Kugelwilli. Du, manchmal verliere ich den Glauben an dieses Spiel. Der ist da zweimal im Kreis da rumgeflogen und dann einfach kaputt. Leck mich am Arsch. Der erste geht Zentimeter vor dem Kasten kaputt. Der andere dreht zwei Kreise drumherum. Jetzt fliegt er drüber! Ich, wie gesagt, manchmal verliere ich einfach den Glauben an dieses Spiel. Das ist unfassbar. Der erste knallt Zentimeter da auf den Boden, der zweite dreht zwei Kreise drumherum, der dritte fliegt knapp drüber. So, dann nicht zu krasser Winkel nach unten und... Ja. Nee. Nee. Das ist nicht deren fucking Ernst mit diesen Kugelwillis, ne? Na, danke sehr. Okay, da hoch komme ich eigentlich nur, wenn ich auf den hier drauf komme, oder nicht? Ach nee, wenn, durch den komme ich hier hin. Dann komme ich damit dahin.
Das war wirklich der perfekte Moment, um loszulaufen. Dann komme ich dahin. Dann braucht keine Sau dieses One-Up, sondern wir kommen hier hin. Da dran vorbei, da dran vorbei, da dran vorbei und zum Stern. So, geschafft. Und go. Wir machen Kanonenflottengalaxie die zweite. Vielleicht schaffen wir die auch komplett. Wird wahrscheinlich einen Kometen hier geben und es wird wahrscheinlich einen Secret Star geben. Das heißt, wir müssen noch dieses Level hier im nächsten Part vervollständigen, aber die beiden Sterne, zumindest zwei Sterne hier drin, sollten wir diesen Part noch hoffentlich kriegen, damit wir auch wieder einen Fortschritt gemacht haben. Und wir im nächsten Part dann alle Level hoffentlich so weit abschließen können, dass wir nur noch den finalen Bowser und die restlichen Kometen machen müssen. Wie gesagt, die 100 Münzsterne, die werden relativ lange dauern. Ich weiß nicht, ob ich da etwas längere Parts mache oder so. Eigentlich möchte ich da schon gerne drei pro Part haben. Okay, den kompletten Bereich, der da unten ist, lassen wir jetzt mal aus. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur so ein Fail-Bereich ist. Weil das ja quasi das erste Mal vorkommt, dass diese Spielmechanik hier im Spiel präsentiert wird. Und der Spieler nicht zu unfair sein will. Und dann gleich umbringt. Ist hier meistens so, dass das erste Mal bei einer Spielmechanik noch rettender Boden drunter ist. Und beim zweiten und dritten Mal gibt es dann die Todesstrafe. So Hundehütten und so finde ich auch ganz cool. Weiter, 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 weiter und jump. Okay, da vorne diese Fässer sind mir zu auffällig. Ja, das war schon fast klar. Und dann weiter, 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 weiter. Nein! So. Was war der Bob-Ob da eigentlich? So, jetzt gehen wir wirklich auf die Flotte drauf, nachdem dieses Level überhaupt benannt wurde, diese Galaxie hier benannt wurde. Und wir haben nochmal so eine Fahrt. So eine ähnliche, nur auf so einem runden Schiff hatten wir ja schon mal. Mal die Seite auch wechseln konnte, hatten wir schon mal in einer relativ frühen Galaxie, weiß nicht, die Kampf-Phasen-Galaxie sogar, und das ist die Kampfschiff-Galaxie. Oder sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese Galaxie ist. Hier ist aber die erste war, glaube ich, die Kampf-Phasen-Galaxie. Wow. Hier ist wahrscheinlich Checkpoint. Jetzt wäre hier nicht nochmal so eine Rettungsplattform. Jetzt gut, wie Mario so ein bisschen wabbelt. Wenn man so macht. Der wabbelt dann so hoch und runter. Gumba zeigt immer an, dass jetzt hier die Schwerkraft sich ändert, damit man dann ungefähr Bescheid weiß, ah, der Gumba kann da stehen, das heißt, ich kann da auch stehen. Nicht, dass man auf die Idee kommt, hier einen Wandsprung machen zu wollen oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum die hier einen Gumba auf die Plattform stellen, damit man von vornherein weiß, aha, die Schwerkraft ist jetzt hier so. Oh oh. So, irgendwie geschafft. Ich höre den Stern. Ich höre ihn schon. Könnte ich mich nicht einfach sogar ducken? Nein, könnte ich nicht. Okay, dann lasse ich das jetzt. Muss jetzt hier ganz schnell treffen. Sonst wäre ich tot. Huh.
Dann nehmen wir als nächstes... den nächsten Stern in Angriff. Wenn da kein Komet aufgetaucht ist, dann den regulären dritten Stern. Und es ist es nicht, also der reguläre dritte Stern der Kanonenflottengalaxie kommt nun. Die Rache des Begoman-Stamms. Oh oh, wir haben wohl irgendwen verärgert. Seid ihr der Begoman-Stamm? Ja, sieht so aus. Okay, dann wird dieser Endboss scheinbar auch recycelt. Komisch, dass sie jetzt damit anfangen, die ganzen Endbosse zu recyceln. Oh. Nochmal sowas? Ist das der Secret Star? Ja, das habe ich doch schon mal gemacht. Ich hoffe, der hier vorne trifft noch vernünftig. Nein, er hat es nicht getroffen. Scheiße, ich habe ihn einen kleinen Zentimeter zu weit nach hinten geworfen. Dann hätten wir es geschafft. Einen kleinen Zentimeter zu weit nach hinten. Okay, das hier ist dann scheinbar schwerer als das erste. Und ich habe das erste schwer in Erinnerung. Kann das hier noch lustig werden. Also, go. Go. Okay, die waren beide perfekt. Der war richtig scheiße. Oh, war der richtig scheiße. Hä? Was hatte Mario denn gerade? Ihr habt gesehen, dass der im Kreis gelaufen ist, oder? Ich habe in eine Richtung gedrückt, die ganze Zeit. Oh, wenn mich das jetzt die Zeit versaut hier, dann raste ich aus. Es hat es mir versaut. Oh, weil Mario einfach dauerhaft im Kreis gerannt ist. Was soll denn das? Natürlich habe ich dann den Wurf versaut. Ihr habt gesehen, ist der einfach... Ich habe die ganze Zeit einfach nach links gedrückt, den Control-Stick. Ich habe ihn nicht in die Richtung verändert. Mario rennt einfach im Kreis und nochmal im Kreis und nochmal im Kreis und nochmal im Kreis. Manchmal ist es total verwirrend, was hier einfach... Das macht er ganz oft. Das macht er wie gesagt auch jedes Mal, wenn man so um einen Planeten im Kreis rennt oder so. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Oh, der war richtig scheiße. Oh, war der kacke. Und der war auch so kacke, dass er den da oben nicht mehr erwischt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon aufgeben. Ja, wir können aufgeben. Zumal ist der da oben noch nicht mal hochgegangen. Hä? Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Weil ich mache genau das, was mir vorgegeben wird und ich schaffe es halt zeitlich einfach nicht, obwohl ich halt ohne Pause einfach direkt werfe, 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 werfe und es klappt nicht. Okay, ich starte einfach mal hier. Ich starte halt nicht auf der gegenüberliegenden Seite von da, wo man eigentlich starten soll. Vielleicht macht es das ein bisschen besser. So habe ich nämlich auch ein bisschen mehr Zeit. Tatsächlich. Wenn ich nicht auf die Bomben warte. Komm schon! 4, 3, 2, 1. Boah, Alter! Den hätte ich aber nicht später werfen dürfen. Danke sehr. Na, dann gibt's den nächsten Stern halt im nächsten Part. Und die letzte Galaxie dazu. Und vielleicht noch einen Kometen, das sehen wir dann. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.